Hallo, das ist meine Frau Conny. Das ist mein Mann Joachim. Wir haben zwei zuckersüße Kinder. Und für die machen wir ganz gerne die Sachen selber, Kindersachen selber. Ganz genau. Und da ich in der Familie derjenige bin, der das kann, zeige ich es meiner Frau und euch. Du bist frech, ich mache andere Sachen. Heute wollen wir Pullover machen. Für die allerliebsten Kleinen. Hier das ist allerdings schon ein bisschen was Anspruchsvolles. Das ist etwas Anspruchsvolles, aber es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Deswegen zeige ich das dir heute. Hier haben wir mal etwas für einen Jungen mit so einer kleinen Tasche vorne und hier haben wir ein Mädchen-Pullover mit einer Schleife. So kann man die Farben letztendlich auswählen. Was es auch noch gibt, ist zum Beispiel hier so eine süße Hose dazu. Das zeigen wir euch aber in einem anderen Video ganz genau. Deswegen, heute konzentrieren wir uns auf die Hose, auf den Pullover, wie jeder sehen kann. Und ich zeige dir ganz kurz an dem Pullover, was ich dir heute zeige und dann zeige ich dir, was man alles braucht dafür, okay? Okay. Also, wir haben hier unten ein kleines Bündchen, das ist letztendlich so ein Rippenmuster, wie man hier unschwer erkennen kann. Dann stricken wir hier weiter hoch, das ist alles glatt rechts gestrickt, das heißt eine Reihe rechts, eine Reihe links. Hier habe ich einen Farbwechsel drin, dann haben wir hier die Ärmel dran, das zeige ich dir. Ich zeige dir, wie man die Knopflöcher hier vorbereitet und berücksichtigt und den Hals, ganz genau. Super. Und schon sind wir soweit und haben können, im Jahr 2017 diesen Pullover und können loslegen. Nein, so schlimm ist es nicht. Und jetzt zeige ich dir und unseren Zuschauern noch, was man alles dafür braucht. Ich habe da mal was vorbereitet. Genau. Man braucht letztendlich 5 Knäule. Für die Farben braucht man je nach Wunsch letztendlich 2 Knäule in einer Farbe und 2 Knäule in einer anderen Farbe. Wir haben hier wieder die Merino-Wolle ausgewählt, weil die einfach sehr flauschig ist. Und flauschige Wolle ist immer gut für Kinder. Und dann haben wir hier noch für die Bündchen eine weitere Farbe. So, dann brauche ich eine Rundstricknadel und ich brauche eine Stopfnadel zum Zusammennähen und der ganzen die Knöpfe. Teile. Und ich brauche Knöpfe für hier oben. Da habe ich ja hier oben so kleine Knöpfe, damit man auch den Kopf der Kinder durchkriegt. Ich finde das immer recht umständlich, wenn ich von unserer Tochter irgendetwas habe, wo ich keine Knöpfe habe. Die hat nämlich einen relativ großen Kopf und kommt dann nicht durch. Die Leute müssen denken, wir hätten voll den Honk. Nein, wir haben nicht voll den Honk. Wir haben ein ganz süßes Kind. Aber es ist schön, wenn genug Platz für den Kopf ist. Also, okay, los geht's. Legen wir los. Ah, los geht's. Ach, nein. Bevor ich jetzt gleich wieder einen Mecker von unserem Kameramann kriege. Ihr könnt diese wunderbaren Sachen ganz einfach auch als Strickset kaufen bei uns, bei bellalotta.de oder ihr ladet die Anleitung einfach runter oder kauft euch sonst Wolle und Zubehör. Das gibt's alles bei uns auf bellalotta.de. So, ich zeige jetzt für das Bündchen das Rippenmuster. In diesem Fall machen wir das so. Wir starten hier mit einer Randmasche. Das habe ich schon gemacht. Genau, da bist du dabei. Also Randmasche, zack. Und jetzt machen wir 2 rechts, 2 links, 2 rechts, 2 links. Aber, so ist das auch. Also 2 Maschen rechts gestrickt, Schatz. Du musst das mal ein bisschen erklären. Ja, 2 Maschen rechts gestrickt. Also eine Masche rechts, zack. Hm? Ja. Warum und ich den da jetzt nicht klar? Okay. Noch eine Masche rechts gestrickt. So. Und jetzt stricke ich eine Masche links. Da lege ich. Guck mir mal zu, dann weißt du, wie es geht. Da lege ich den Faden hier vorne drauf. Ja. Na? Und gehst von hinten rein. Geh so durch. Und hol mir den Faden. Da hältst du, kannst du mit dem Finger ein bisschen festhalten, ein bisschen führen, dann ist das ein bisschen einfacher. Zack, von hinten rein und hol mir den durch. So, und jetzt habe ich 2 links gestrickt und ja, jetzt stricke ich wieder 2 rechts. Also das heißt, ich muss mich einfach nur konzentrieren, dass der Faden... Ich zeige es dir nochmal, das ist rechts gestrickt, das wissen wir ja mittlerweile. So, dadurch... Mach's nicht so schnell, die Leute sehen das jetzt das erste Mal. Ja. So, und da kannst du da mit dem Finger ein bisschen halten. Und dann hast du letztendlich eine links und noch einmal von hinten hier rein, zack. Ne? Mhm. Und für die Anfänger, die halten das dann mit dem Finger ein bisschen und zack. Und dann kann ich wieder 2 rechte stricken. Und dann bekommst du so ein tolles Rippenmuster, wie wir hier sehen können. Okay? Gut, und wie geht's jetzt weiter? Das zeige ich gleich. So, jetzt zeige ich euch an dem Strickstück, wie man eine Abnahme macht. Ich zeige ganz kurz hier nochmal drauf. Wir machen jetzt diese Abnahme für den Arm hier. Also hier wird der Arm dann nachher reingesetzt. Das ist gleichbedeutend mit der Abnahme, die ich für den Hals brauche.
Das ist alles hervorragend die beschrieben in der Beschreibung. Eine Sekunde. Ich komme jetzt aber nicht ganz mit. Ja. Ich habe ja jetzt hier auch schon glatt rechts geschrieben. Glatt rechts, das heißt eine Reihe rechts, eine Reihe links. Das sieht man hier ganz genau. Das wollte ich gerade an meinem Strickstück kurz erklären. Okay. Da habe ich hier immer 6 Reihen. Mhm. In einer Farbe. In einer Farbe, Farbwechsel und dann wieder 6 Stück. Und die habe ich immer einmal rechts, einmal links. Das heißt glatt rechts. Also dann entsteht eine glatte Form. Ich habe eine Reihe die rechts. Eine Reihe rechts gestrickt und die andere Reihe links. Okay. Und das insgesamt 6 Reihen hoch. Und jetzt zeige ich, wie ich hier die Abnahmen mache. Das heißt, wie ich diese Ausbuchtung letztendlich für den Ärmel hinkriege. Also, die erste Masche ist wieder die Randmasche. Die nehme ich wieder runter. Ne? Wie gehabt. Ups. So. Kann man das sehen? Also, zack. Jetzt schiebe ich die erste Masche, nehme ich einfach ab, ohne sie zu stricken. Ja, das habe ich auch schon. Die zweite stricke ich rechts drauf. Jetzt hebe ich die erste Masche, die ich nicht gestrickt habe, die hebe ich jetzt letztendlich über die vordere Masche drüber, kette die quasi ab. Okay. Jetzt habe ich hier eine Masche weniger. Und das mache ich am Anfang? Und das mache ich laut Beschreibung. Ich stricke hier, ich nehme die ab, gehe rüber, nehme da auch und nehme hinten eine ab und gehe wieder zurück. Und das muss ich in der Beschreibung genau gucken, wie oft und wie viel ich das machen muss. Und dann bekomme ich hier so eine herrliche Rundung rein. Und genau das Gleiche passiert hier oben natürlich auch an dem Kragenausschnitt, okay, wo ich nachher dieses Bündchen draufsetze. Okay. Und ich zeige jetzt, wie man hier diese Knopflöcher macht, damit wir, wie wir vorhin schon gesagt haben, den etwas großen Kopf unserer Tochter durchkriegen. Ja, sehr schön. Die fürchtet sich immer so, wenn ich ihr was über die Augen ziehe. Deswegen ist es schön, wenn man da ein bisschen mehr Platz hat. Das zeige ich jetzt. Ich habe jetzt ein Problem. Ich habe ja jetzt hier mal das Vorderteil gestrickt. Ja. Es kreuzt sich zwar gerade so ein bisschen zusammen, aber ich bin jetzt hier. Ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Wie mache ich denn die Knopflöcher? Das wolltest du ich zeige dir jetzt, wie man Knopfloch macht. Haha, pass auf. Nicht nur dir, ich zeige es allen. Also, wir sind jetzt an dieser Stelle, sodass wir hier mit dem Knopfloch anfangen müssen. Okay? Also, los geht's. Faden aufnehmen. Ich lege den mal schön hin. Da wir hier relativ, so, damit wir ein bisschen Spannung drauf kriegen, halte ich den Faden hier hinten. Erstmal die Randmasche. Das haben wir mittlerweile jetzt ja schon ein paar Mal geübt. Zack. Die Randmasche schieben wir rüber. So. Und jetzt muss ich gucken, fürs Knopfloch, das ist auch sehr gut beschrieben in der Beschreibung, nehme ich den Faden erstmal hier auf, mache ich so rum, so, schiebe eine Masche rüber, die schiebe ich einfach ohne irgendwas abzustricken, die schiebe ich einfach auf die Nadel rüber. Mhm. Und jetzt, da wir auf der Rückreihe sind, muss ich ja links weiter stricken. Na? Mhm. Stricke ich. Weil wir die glatt rechts stricken eigentlich. Das muss genau, stricke ich das links ab. So. Und jetzt hebe ich die nicht gestrickte, hebe ich hier wieder rüber. Kette quasi eine zwischendrin ab. Und jetzt habe ich das Knopfloch schon fertig gemacht. Oh, das ist ja cool. Jetzt stricke ich ganz normal links weiter. Ja. Na? Stricke links weiter und dann auf der Rückreihe gehe ich hier wieder rechts drüber und stricke ganz normal rechts drüber. Und dann habe ich das erste Knopfloch. Okay, du machst ja drei. Du machst zwei hier und eine in den Kragen rein. Ist aber in der Beschreibung entsprechend dargestellt. Okay. So macht man Knopflöcher. Sieht kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Dann, das bedeutet jetzt, ich habe jetzt dann das Vorderteil. Da mache ich ja im Grunde genommen nur das Rippenmuster und nähe ich das dran? Nein, das strickst du dran. Achso, das stricke ich dran. Und hier kommen dann die Ärmel. Die Ärmel. Die Ärmel machen wir jetzt als nächstes. Zeige ich dir jetzt gleich. Okay. Genau. Jetzt sind wir am Ärmel angekommen und dort zeige ich, wie Zunahmen gehen, damit wir diese Form in den Ärmel reinbekommen, damit hier der Bizeps unseres Babys gut zur Geltung kommt. Wir haben hier oben, werden wir nachher, die ist in der Anleitung hier auch hervorragend beschrieben, da ist die Armkugel, eine sogenannte Armkugel, das ist dann ein bisschen gefälliger. Das ist hervorragend beschrieben in der Beschreibung. Das sind Abnahmen in der bestimmten Reihenfolge. Jetzt kommen wir zum Zunahmen, damit das auch jeder gesehen hat und auch du, liebe Conny. Lieber Joachim, so, dann zeig genau, doch mal. Jetzt zeige ich dir das mal. Also Zunahmen ist letztendlich, ich stricke in eine Masche zwei hinein. Jetzt gehe ich aber erstmal hin, mache meine ganz normale Randmasche. Zack. Nimm die hoch. So,
Wie du siehst, habe ich hier schon eine neue Farbe genommen. Und jetzt stricke ich die eine. Die stricke ich aber nicht ab, sondern gehe nochmal rein und hole mir nochmal einen durch die eine Masche. Also hast du gesehen, ich habe in eine Masche zwei reingestrickt. So. Genau. Und dann geht es ganz normal weiter. Und das ist ja alles beschrieben in der Beschreibung, wie oft ich das mache, damit ich hier so langsam schön breiter werde. Okay. Okay? Und hier hast du natürlich den Farbwechsel alle zwei rein. Aber den Farbwechsel habe ich alle zwei rein, deswegen habe ich auch mit dem andersfarbigen Faden weitergemacht. Okay. Ja, wir haben jetzt den Pullover soweit zusammengenäht, also alle Teile, die wir gestrickt haben, das Vorderteil, das Rückenteil, die Ärmel, das haben wir alles fertig gestrickt, dann haben wir das zusammengenäht, ich zeige das hier mal, so sieht das dann aus, alles schön zusammengenäht. Das letzte, was wir tun, ist, neben der kleinen Schleife hier, ist das letzte, dieses Kragenstück zu machen. Dieses Kragenstück, Besonderheit, hier müssen wir berücksichtigen, dass wir ein Knopfloch haben, das letzte Knopfloch dieser drei Knopflöcher, und ich muss hier gucken, dass ich in jede Masche oben reingehe, sonst wird das nachher zu eng am Hals, das wollen wir auch nicht. Und hier haben wir als kleinen Gag noch gemacht, dass wir hier den gleichen Ansatz gewählt haben wie hier unten, dieses Rippenmuster. Das haben wir mit nur drei Reihen gemacht und haben dann glatt rechts gestrickt, damit wir diesen Einrolleffekt haben hier. Damit das so süß eingerollt ist. Also, das würde ich an eurer Stelle genauso machen, ist aber alles sehr gut beschrieben in der Beschreibung. Und dann sind wir fertig mit dem Thema. Haha, dann kommen die Sachen, die die Frauen gerne machen. Also ich. Dann geht es nämlich darum, den Pullover zu pimpen. Wir haben uns überlegt, für den jungen Pullover einmal hier vorne so eine kleine Schlupftasche, wo man mit den kleinen dicken Speckhändchen rein kann. Und für die Mädels haben wir eine Schleife uns überlegt, dass das alles ganz nett und gefällig aussieht. Das kann man alles machen. Ich habe hier noch von unserer Tochter ein kleines Schaf gefunden. Das ist das kleine Merino-Schaf. Das steht letztendlich dafür, dass diese Sachen sehr flauschig sind und sehr weich sind. Mäh, mäh, mäh. Das ist ein Merino-Schaf. Hier, kann jeder mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob das Merino-Schaf ist. Es ist auf jeden Fall Schaf unserer Tochter. Genau. Also, viel Spaß beim Nachstricken. Alles Gute und Beschreibung gibt es wie immer bei Bella Lotta. Danke. Tschüss.